So, heute tunen wir das E-Bike, indem wir den Durchmessertrick anwenden. Ich zeige euch kurz mal durch. Wenn ich auf die mittlere Taste drücke, bin ich im normalen Menü. Da zeigt er mir meine aktuelle Laufleistung, meine Gesamtlaufleistung, meine Durchschnittsgeschwindigkeit, meine Höchstgeschwindigkeit und meine Spannung. Ich bin jetzt bei knapp 38 Volt, das Akku ist dreiviertel voll. In anderen Videos habe ich schon erklärt, dass bei vollem Akku die Spannung über 40 Volt liegt. So, wenn ich jetzt oben und unten gedrückt halte, dann setzt er mir die Werte auf 0. Ne, seht ihr, die Distanz auf 0. So, das heißt, ich muss vorher den Akku komplett ausschalten, wieder einschalten, hier auch wieder auf Einschalten drücken. Und wenn ich nach dem Neustart die gleiche Tastenkombination drücke, oben und unten, dann komme ich in das erweiterte Menü. Und hier drücke ich jetzt nochmal auf Start. Und dann steht hier unten der Durchmesser, 28 Inch, 28 Zoll. Dann drücke ich den auf runter, 27,5. Dann gibt es noch 700C, das ist die französische Einheit, also Millimeter einfach, 70 Zentimeter, 700 Millimeter. Weiter runter, 26 Inch, 24. Wenn ich jetzt bei 20 Inch bin, wie gesagt in dem anderen Video bei 19,79 Zoll, ist der Umfang des Reifens doppelt so klein. Das heißt, er muss doppelt so schnell drehen. Das habe ich im anderen Video erklärt. So, das bestätige ich, indem ich die Starttaste gedrückt halte. Und dann hat er das übernommen. Ich mache jetzt das Navi an. Und dann messen wir mal, wie viel wir wirklich fahren. Der wird jetzt deutlich weniger anzeigen. Wir werden aber gleich auf dem Navi sehen, dass es dann deutlich höher sein wird.